So, willkommen zurück. Wir sind jetzt bei Tüte Nummer 4. Wie ihr seht, haben wir schon das Erdgeschoss soweit. Wenn es denn das Erdgeschoss ist, das wissen wir noch nicht. Ich denke mal. Auf jeden Fall ab mit Tüte 4 weitermachen. Genau. Weil das können wir direkt hier so stehen lassen, weil wir das eh brauchen werden. Und wir sind immer noch beim Anleitungsheftchen 1. Ja. Aber wie, am besten so bei Reiter, weil man muss ja sehen, dass wir jetzt zusammenbauen. Unser Recycling-Programm. Wie immer. Ein Running Gag. Dann suche ich mal ein bisschen rein, dann könnt ihr auch ein bisschen was erkennen, was wir hier so treiben. Und so. Ja, ein kleines Packchen gleich wieder raus. So. So, wieder ein bisschen verfahren. Genau, alles möglichst. Wie ich sehe, muss man mal wieder kleben. Das ist deine Spezialarbeit. So. Ach ja. Fangen wir jetzt mit den an. So, dann gucke ich mal, wie ich hier vorankomme. 6er. Ist das korrekt so? Nee, oder? 4er. Wie korrekt? Hm? Ist schon so. 6er und 4er. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aber Moment mal, deswegen möchte ich es gerne so stehen haben, weil ich weiß sonst nicht, wie weit das so geht. Ja, aber dann sehen die Leute nicht, wie es also vorhin auch nicht. Echt jetzt? Ja, stand die ganze Zeit so. Deswegen haben wir es ja immer wieder mal umgedreht. Weil das Problem ist, wenn du jetzt so guckst, boah, diese Seite, du musst da total umdenken. Das ist dann einfach, es geht nicht gegen euch, ihr könnt euch das ja dann... Das Umdenken ist dann halt... So, jetzt ergibt es nämlich auch Sinn, dass ich hier... Mache. Vorher gab es keinen. 1, 2, 3, 6. Haben wir da noch einen? Ja. Wo ist jetzt der andere Flache? Ja, den hier. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4. So. Also. Dann kommen diese komischen Treppchen da rauf. Ach so, das. Ach, hab ich einen falsch gesetzt, ne? Nee, da kommt noch so ein Pimpel rein. Ja, dieser Bursche, ja. Aber das kann passieren. Ach, die hast du schon, die Schrägen. Die Schrägen habe ich schon, ja. Ja, aber das schon mal. Da aber fehlt noch was. Da einer. Fehlt noch was, genau. Das ist normaler Zweier. Normaler, ja. Ja, dann sind wir mit dem Bild auch schon durch. Auch schon, sag ich. Auch schon, ja. Aber wir sind fast mit dem ersten durch. Ja, wir kommen ganz gut voran. Unerwarteterweise, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ja, richtig. So, da kommt diese Krauen dran. Ich finde hier gerade gar nichts, Leute. Und da ist das. Wir haben nochmal so ein Vierer. Jetzt um die Ecke. Hier endet es mit einem Dreier. Ja, mit Dreier, genau. Das ist ein normaler Zweier, den brauche ich. Zack. So, ne? Da muss ich doch zweimal diesen Pumpe haben. Kurve. Die Fankurve. Da ist er. Manchmal sucht man die Teile. Ach. Ich weiß nicht, ich gucke drauf und ich hab's. Ja. Gesucht habe ich ja noch nie. Also ich suche manchmal. Länger. Fertig. Genau. So, jetzt kommt Accessoires. Jetzt kommt Tine Wittler, wie heißt sie? Genau, Tine Wittler heißt sie. Ist das alles, was in dem Bild passiert? Nee, diese Umrandung noch. Da oben geht's noch weit. Das wäre. Also was? Bei manchen Bildern sind wirklich nur ein, zwei Schritte und dann war es das, aber. Okay. Nochmal ein Sechser. Hier bleibt wieder was offen, ne? Ja. Nächste Seite. Oh, es geht tatsächlich direkt weiter. Ja, wir bauen in die Höhe. Soweit zum Thema, wir können das dann zusammenstecken, wenn es soweit ist. Müssen wir die Kamera weiter wegstellen, damit sie alles sehen kann. Die ganze 50 Meter. 71 Meter. Meter. Zentimeter. Wir bauen einen 1 Meter, 71 Meter hohen Turm, Leute. Lego hat uns das so speziell Päckchen geschickt. Die haben gesagt, wir kommen damit nicht mehr klar, macht ihr das mal. Also machen wir.
Also so in Legoland mal das aufbauen, so in Originalgröße, so Maßstab 1 zu weiß ich nicht, wäre auch mal interessant. Das ist durchaus interessant. Muss alles im Mini-Format denken, aber trotzdem wird es recht groß. Richtig. So. Deine Seite ist fertig, ne? Ja, meine Seite ist schon fertig. Dann kommen jetzt diese flachen Teile. Jetzt kommen wieder die flachen. Die bilden auch zum Abschluss, ne? Ja, die sind nochmal zur Befestigung gedacht. Ja. Ist ja auch nicht schlecht. Nö, tun ihr Arbeit, ist alles gut. So ein Zweier. Dann hast du den Stein, hast du schon. Und dann ein Sechser. Da. Ja, so. Es geht voran, Leute. Ihr seht, der nächste Stockwerk bildet sich ganz gut. So langsam. Langsam mit Bedacht wird das Haus fertig gemacht. Ach du wahnsinnig, was haben wir denn? Ich baue die Figürchen. Figürchen? Ja, das hier. Diese Statue. Ja, da hast du ja nicht so viel zu tun. Ich hingegen darf mir jetzt einen Wolf suchen, so viel zum Thema. Das findet man alles ganz gut. Genau. Das was ist denn jetzt der zweite davon? Sicher, dass wir nicht noch eine zweite Tüte haben? Ich suche nämlich auch schon wieder Teile. Das stimmt, ja. Aber Tüte Nummer 4, oder? Das ist 6. Das ist 5. Okay. Was ist alles? Keine Tüte. Was hast du da für einen? Den hier. Und ich suche den zweiten. Oh. Du hast gesagt, du machst die Figürchen, aber ich dachte, du machst nur den Tennis hier oben. So. So. Da können wir lange suchen. Oh Gott. Da können wir lange suchen. Aber sieht cool aus. Ja, finde ich auch. Wir haben uns noch ein bisschen was zu tun auf der Etage. Und da ist der Architekt gerade in Urlaub. Er ist auch in Urlaub, ich merke das. Ich bin ja noch am da. Ich mache ja schon die anderen Sachen hier. Das ist die amerikanische Selbstbauweise. Muss ich doch mal kurz zurückgehen, auch wenn da nicht. Was denn? Ja, die zwei, die werden nicht erklärt. Hier erklären sie, da erklären sie nicht. Ja, mein Gott. Ja, das kann nach hinten losgehen. Aber das steht ja viermal. Ja, sehr gut. Also, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich habe Abbildung, warum soll ich dann lesen? Was meinst du, warum die Bildzeitung Bildzeitung heißt und nicht Lesezeitung? So, dann ist das hier. Ach, hier ist auch so ein Haken, ne? So ein Haken, ja. Wie du noch auf deiner Seite hast. Da ist er. Gut. So. Tobias darf wieder bauen, oder willst du? Ach, ich entspanne mich mal für 2 Minuten. Genau. Also, dass das so detailliert ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist sehr detailliert. Da haben wir wirklich gute Arbeit auch gemacht. Ja. Ein Lob an die Entwickler des Sets. Ja, Lego gibt sich ja schon sehr viel Mühe, dass das alles möglichst so aussieht, wie es im Film oder woher ja auch immer die Reihe dann kommt, aussieht. So, wo klar, ich sag mal, Leute, die sich sowas kaufen, die identifizieren das ja dann auch. Ja, richtig, richtig. So sieht das im Fernsehen aber nicht aus. Und dann geht halt los. Ja, das ist schon. Ist ja auch schwierig, sowas umzusetzen. Ach, da ist wieder so ein Heiler. Ja, das stimmt. So. Das ist schon mal. Ich denke mal, das ist ein Tor oder so. Ich muss das umdrehen. Das kommt irgendwo dahin. Und dann einen schwarzen. Oh, äußerst merkwürdig. Ja, das sind so diese Toren, diese Türen, die. Vor allem, wo kommt das rein gleich? Das werden wir sehen. Ach so, der hat den. Okay. Ich habe gerade schon nach der Verankerung gesucht, aber du baust sie ja quasi mit. Ich baue sie mit. Das Scharnier. Die kriegen ja auch einen Griff. So, dann kommt das 2 nach unten. So. Aber
in. Genau, Treibplatz. So, das ist die Frage. Das müsste eigentlich hier drauf. Genau, da auf den einen, dann müsste das eigentlich drauf. Das kann sein, ja. So, ne? So hätte ich das jetzt gesehen, ja. Ja, so ist das auch richtig. Und dann kann man es so zumachen. Ich glaube, naja, werden wir sehen. Ach, weiß nicht, passt, bauen wir es auseinander. Ja, weil das muss ja so ein Doppel. Hier kommt ja auch nochmal eine Tür hin und. Mal gucken. Ja. Also hier, ne? Da kommt ja auch die andere Tür hin. Aber wir werden sehen. Lass erstmal so. Wir werden ja sehen. Deine Tür müsste halt aufstehen, so. Dann haut das auch hin. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So ist das richtig, glaube ich manchmal. Was habe ich jetzt hier gemacht? Blödsinn habe ich hier gemacht. Du bist da. Ja. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist das. Wieso ist der länger als der Rest? 1, 2, 1, 2, 1. Ja, aber das ist ja richtig. Da ist er ja einmal länger. Ja, aber der hier nicht. Zeig mal. Ach, da kommt der Zweier noch vor, ich sehe das schon. Das ist doch richtig. Nee, ist das nicht. Jetzt nicht, da kommt noch einer drauf. So, und den nochmal abmachen. Gut, also meine Fingernägel noch nicht geschnitten. Zur Not hast du ja das tolle Bett. Ja, 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 ja. So, jetzt hau da hin. Jetzt passt das auch. Dann kommt das dahin. Also du weißt Bescheid, also kann ich... Nee, runter. Warte, Sekunde. Ich bin noch nicht ganz... 1, 2, 3... Na, guess. Ja, meine Kleber kann ich ja schon mal gucken. Ja, das kannst du tun. Einer fehlt mir noch. Ich denke mal... Aber guck, ich denke mal, die kommen da raus. Das ist gut möglich, ja. So. Hier soll dann jetzt noch Nupschi. Nupschi, Nupschi, Nupschi. Ein schwarzes Nupschi? Nein, ein graues Nupschi. Graues Nupschi. Siehst du so einen noch in Grau? Wen? So einen. In Grau? Mhm. Ne, das ist aber schwarz. Das? Ist das, das schwarz? Ist schwarz. Gott, das sieht grau aus. Eins, zwei. Zwei fallen lassen, das dritte dann. So. Dann kommt wieder dieses Scharnierdingens, da hast du den Pömpel schon drauf. Genau. Das habe ich schon mal vorbereitet. Da muss dann auch noch mal ein Schwarzer. Da ist der Pömpel abgegangen. Ist das richtig, dass das auf der anderen Seite woanders ist? Ja, das ist ja so eine Art Türknauf von außen. Zum Liebe zum Detail. Auch komisch, dass das nicht in der Mitte ist, ne? Nee, das musst du ja auch in der Mitte. Nee, so, ich meine, so passt es klar, aber dass das nicht in der Mitte reingreift, dass man. Ach so. Dann machst du ein Türchen. Nein, ist alles wieder falsch. Ja, aber guck, das musst du. Das ist genau aneinander. Aber das passt nicht. Das passt nicht, ja, wirklich. Irgendwas stimmt da nicht. Die Tür muss nach. Die muss nach innen. Nee, das ist genau. Und jetzt zu mal. Ja, aber. Nee, nee. Das ist auch nicht hier. Das ist auch nicht wirklich. So. Ja, wir kommen jetzt. Aber nicht ganz. Also das muss ja zu und der muss so davor. Dann haben wir da irgendwas falsch gemacht. Irgendwas sieht doch falsch aus. Aber kann ja nicht, da hätten wir alles. Warte mal, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Ja, ist ja richtig. Also auch 4, auch 4. Das ist einfach nur die Optik, ne? Die da irgendwie. Ja, sicher. Zeig mal her. Das ist der Punkt. Ja, Daumen hoch dafür. Ja.
Gut, dass Thorsten dabei ist, sonst hätte ich ewig performt. Oh ja, ich kann 3D denken. So, weiter. Sehr schön. Mit denen hier. So, als wären die schon noch fixiert. Dann rutschen sie gleich nicht wieder raus. Das ist da ist so ein Einer drin. Genau. Aber bei mir nicht. Aber bei einer Seite nicht. Nö, du machst hier mit dem Vierer weiter. Ja, was nicht passt. Passend gemacht. Ja, ja. Hast du den? Ja, jetzt kannst du die Türen auch machen. Geht zwar nicht ganz auf, weil da was im Weg steht, aber das ist wohl so. Was steht denn da im Weg? Der Zweier, der einsame Zweier da unten. Ja, aber der sollte ja dahin. Ja, vielleicht eben wegen der Tür. Wegen der Tür, damit sie nicht komplett aufgeht. Ja. Vielleicht ergibt das ja noch einen Sinn nachher. Ja, das kommt ist, noch was. Ist ja auch im Film auch so, dass der nicht. Okay. Die wird zwar aufgestoßen, diese Tür, aber. Aber im Film geht die Tür auch nicht ganz auf, meinst du? Ja, doch. Doch schon. So, jetzt kommen wir wieder so rum. Also, nee, andersrum. Achso. Ist schon richtig schön. Ja, dass wir immer den Blickwinkel haben, wie es hier drauf ist, weißt du? Richtig. Deswegen. So, der bleibt frei. So. So. 4er, 4er. Nicht 4er, also da kommt der 4er hin. So. Genau, dann kommt wieder so ein Eckding und dann ein 2er. Schwarzer. Ja, bin dabei. Hast du hier schon einen drauf gesehen? Ein Zweier? Nee, dieser einzelne hier. Ja, doch, hast du, ne? Den habe ich. Den hast du, okay. Den habe ich. Okay. So, jetzt haben wir wieder was mit zweimal, siehst du? Und manchmal hast du was. Ach so, jetzt ist das wieder on top, oben drauf noch. Gott, was das für eine Konstruktion. Ja, sieht schon komisch aus, aber. Kommt bestimmt wieder irgendein Grünzeug dran oder so. Ich denke auch, aber das zeigt ja nach innen. Also Grünzeug denke ich auch nicht. Ach ja, stimmt. Jetzt wurde das ab. Das ist die Garderobe, Mensch. Die Garderobe, genau. Sag mal, man braucht eine Garderobe. Ja. Okay, hier kommen jetzt diese Türchen rein. Thorsten. Ist schon richtig. Das muss nicht dran. Nein, da bleibt's frei. Aber hier kommt schon die nächste Etage drauf, siehst du das? Ja, aber dann hab. Hä? Warte mal. Das bleibt frei, das ist schon richtig. Nee, bei mir ist das falsch. Ja, der kommt hier rein. So. Und hier kommt die nächste Etage schon drauf. Das hat mich nämlich gerade auch gewundert, aber es ist auch. Warte mal, Zweier da. Dann der Dreier. Nee, der Dreier ist. Also da kommt noch ein Dreier drauf. Ah. Ja, deswegen meine ich ja, wir sind schon wieder eine weiter. Das ist nicht immer. Siehst du anhand, hast du mir gerade auch gesagt, guck mal hier an der Materialliste, siehst du es. Also was die Sache wird gegen mich verwendet. Wie ihr merkt. Immer. Aber dann bleibt das hier komplett frei. Ja, ist auch so. Boah. Bumm. Ja, sehr schön. Nächste. Die zwei hat er jetzt, auch. Jetzt ergibt die Tür auch so ein bisschen Sinn, nicht? Ja. Kommst direkt bei der Falltür wieder raus. Das ist sehr nett, sehr einladend. Hast du ja schon richtig rumgehabt? Nee, ist richtig. Nee, so ist richtig. Ja. So, dann kommen die Viecher hier drauf. Genau. Und da. So. Ob die, wenn so ein Karton fertig ist, auch nach Gewicht gehen, um zu sagen, okay, ist das alles drin? Denke ich auch, ja. Wie willst du es denn sonst machen? Ich denke mal, da wird jede Tüte separat gemessen und dann zusammen dann irgendwann geführt. Kann gut sein, ne? Sonst könnte ich es mir nicht vorstellen, wie sie es sonst machen. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Was ist denn alles drin? Passt schon. So, ein Vierer noch, dann sind wir auch schon wieder durch hier. Ja. Geht ja fix. Es geht fix. Aber ich hatte recht. Achso, da ist die nächste. Ja, genau. Dann mache ich die Kleberei, schau mal. Genau. Ich kann schon mal bauen. Oh, dann gib mir die mal.
Ich schau mal, was hier noch so gibt. Ach, jetzt kommt die Tür hier zur Kältung, ja. So, jetzt kann die Tür wieder nach außen und nach innen weg. So. Mehr habe ich auch nicht zu tun in dem Park. Echt jetzt? Jo. Du hast die Flügeltüren. Das heißt Flügeltüren, das sind Fahnen. Ach, dafür sind die Aufhänger, siehst du? Dafür sind die Aufhänger. Müssen wir gleich noch zeigen. Und dann kannst du sie auch schwenken, ne? Wenn ja. Du das möchtest. So, und jetzt hängen hier die Fähnchen dran, die ich mit meinem Fingerchen nicht gedacht habe. Und so. Nicht? Also damit jeder Bescheid weiß, hier wohnt eine wichtige Person. Ja, sag mal. Das war das erste Heft. Das war das erste Heft. Entsorgung? Nein, das machen wir. Mit dem Heft machen wir es nicht. Nächstes auf deine Seite. Yep. Kommt schon das nächste Tütchen? Noch nicht ganz, oder? Ja, doch. Meinst du? Obwohl, nee. Doch, Tütchen 5. Hä? Aber dann haben wir was vergessen. Kommt bestimmt gleich wieder. Na. Dann nochmal zurück zu Heft 1. Zurück zu Heft 1. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, doch, die Dinger kommen ja wahrscheinlich oben drauf. Ja, guck. Da. Ja, ich bin schon dabei. Also von wegen Heft 1 fertig. Ja, wieder mal die Hälfte übersehen. Irgendwas mache ich gerade, den brauche ich. So. Ja, aber die werden wir nochmal so lang. Ja, die kommen hier rein. So, zack. Da kommt der Dreier rein. Nee, warte. Das ist der andere. Das ist der andere. Der ist breiter. Oh nein! Tobias bricht ab. Ist ja nicht alles symmetrisch und hübsch, ist das alles ziemlich cool. Ah, das weiß ich aber. Weil das wird dann. Der kommt dann hier hin. So. Ja, ist richtig. Ist alles cool. Ist ein bisschen breiter alles. So, und dann brauche ich Zweier. Da passt auch nicht, ja. Ja, aber dann fehlt. Nee, das muss nach. Hä? So. Naja, das ragt hinten raus. Ja, das ragt hinten raus. Aber hier fehlt was. Ja, das ist ja nicht schlimm, das ging mal hin. Das muss. Nach außen. Das muss immer nach außen. Auch noch ein Vierer? Ein Vierer? Ja, ein Vierer fehlt noch. Warte mal, ein Dreier. Das ist der lange. Ein Vierer fehlt. Vierer, Zweier, dann der lange. Die Äxte kommen hier ran. Na nö. Zwei Vierer sollen da rein. Da haben wir hier einen. Da ist ein Dreier. Ja, in der Tat. Da muss ein Vierer rein. Ja. Ich habe keinen mehr. Eins, zwei, drei, vier. Ah! Ist er runtergefallen. Schwarz auf schwarz. Ja. Vergiss mal das erste Heft mal ganz schnell. So, erste Heft fertig. Ja, so sieht das Ganze dann bisher aus. Wir treffen uns im zweiten Heft um Tütchen Nummer 5 wieder. Richtig. Bis dann.